In diesem Video zeige ich euch die Abschlussarbeiten der regenerativen Bienenhaltung. Und zwar sind wir jetzt im Oktober bei einem wunderschönen sonnigen Tag, wie ihr hier seht. Wir haben auch gerade über 17 Grad. Heißt, perfekter Tag für die Bienen. Und natürlich auch gut getroffen, dass genau heute Tag 21 ist. Und ihr wisst ja, laut den Kriterien bzw. Parametern der regenerativen Bienenhaltung gucken wir nach den Abschlussarbeiten der Varroa-Behandlung 21-tägig in unsere Bienenvölker. Warum? Weil da kann jede Menge immer noch schief gehen. Zum Beispiel können die Bienen ihre Königin noch schnell umtauschen. Das heißt, die sind mit ihrer Altkönigin nicht mehr zufrieden. Das kann auch mal eine junge, diesjährige Königin sein, die aus irgendeinem Grund zum Beispiel schlecht begattet worden ist, wegen fehlender Drohnen in der Luft oder wegen einfach einer sehr schlechten Begattung. Und dann kommen unsere lieben Tiere hin und wieder auf die Idee, einfach die Königin umzuweißeln. Und ist an sich kein Problem, nur dass eben im Spätjahr die Bienen keine Drohnen mehr haben. Und somit eine junge Königin auch niemals wirklich gut begattet wird, wenn überhaupt. Und dann haben wir drohnenbrütige Völker. Deswegen ist schon wichtig, dass wir immer mal wieder in die Völker reingucken. Und in diesen 21-Tages-Rhythmen im Spätjahr kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Ja, wobei, ich habe ja schon Gras drin, das kann ich auch drin bleiben. Gut, dann kann es losgehen. Also was ich heute mache, ist wirklich nochmal die genaue Überprüfung. Braucht das Bienenvolk noch mehr Futter? Ist die Brut gesund? Ist die Königin an Platz? Legt sie auch noch gut Eier? Etc. etc. So, wir fangen mal hier mit dem Volk an. Heute seht ihr verschiedene Modelle. Wir werden uns heute Segeberger Kisten anschauen und natürlich auch mein Home Hive. Die zwei Kisten wird es hier im nächsten Jahr nicht mehr geben. Da habe ich ja viel dran gearbeitet, dass ich auf das Home Hive da hinten umstelle, auf die drei Modelle des Home Hives sozusagen. Hier der erste Blick sagt mir schon mal, das sieht fantastisch aus. Drohnenbrut gibt es hier nicht mehr. Und plus im Bautrieb haben sie sich verdient. Die haben hier nämlich nochmal gebastelt. Wir rauchen gerade nochmal rein, dass sie uns nachgehen. So, und jetzt habe ich mein Zeitfenster, hier mal genauer durchzugucken. Also wenn die Randwaben schon gefüllt sind, dann ist das eine sehr gute Sache. Wir gehen immer direkt ins Herz vom Bienenvolk im Spätjahr. Also wir sehen hier schon mal die Königin sitzen. Besser kann es nicht sein. Und durchaus möglich, dass dieses Bienenvolk jetzt schon gar keine Brut mehr hat. Ja, das sieht hier in die Richtung brutfrei aus. Hier brauche ich gar nicht mehr weiterblätteln. Allerhöchstens gucke ich mir jetzt noch die Naturwaben hier links rechts an, weil da könnte tatsächlich noch Brut sein. Und das ist die ausschlaggebende für die Gesundheit. Aber auch hier sehen wir nur noch Blütenpollen. Da muss ich was ändern. Nee, muss ich nicht. Das ist okay so. Die habe ich an den Rand gesetzt, weil es ein bisschen mit Drohnenzellen voll ist. Ja, also dieses Bienenvolk ist ready für den Winter. Königin sitzt. Bienen sitzen auch. Dann gibt es hier für mich nichts mehr zu tun bei dem Volk. Futter ist auch en masse drin. Das reicht aus für den ganzen Winter. So, Biene, geh raus. Wunderbar. Letzte Wabe wieder rein. Zack, zack. Da die jetzt brutfrei sind, könnte ich jetzt bei dem Volk tatsächlich schon eine Oxalsäurebehandlung machen. Wenn die nämlich ganz eng beisammen sitzen. Aber ich bin da nicht der Fan von zu früh, weil solange die Tiere hier noch am Fliegen sind, besteht immer wieder die Gefahr, dass die sich die Milben gerade wieder zurückschleppen. Deswegen ist es unklug, jetzt schon eine Winterbehandlung zu machen, auch wenn sie in der Sekunde brutfrei sind. Die werden auch noch dann zur richtigen Zeit brutfrei sein. Und wenn überhaupt eine Oxalsäurebehandlung, dann nur
bei einer Milbe Totenfall noch pro Tag, und zwar im Dezember. Und wie viele Milben pro Tag runterfallen, das kennt man ja von der regulären Windeldiagnose in der Imkerei. Also man macht einfach eine Platte unter die Bienen, muss halt ein Gitterboden sein, und dann kann man die Milben auszählen, die tot runterfliegen. Eine tote Milbe pro Volk entspricht übrigens noch 500 lebendigen Milben in der Kiste drin. Deswegen sagt man in der Forschung, dass eine Milbe pro Tag durchaus tödlich für so ein Bienenvolk ist. Das gilt allerdings dann für November, Dezember, die Windeldiagnose. Im Juli zum Beispiel sind 10 Milben pro Tag noch gerade so hinnehmbar. Man muss dann aber das Volk gut in Beobachtung halten und alsbald behandeln. Also hier gibt es tatsächlich nichts mehr zu tun. Wir haben hier noch ein Verhalten plus, die Gesundheit sieht gut aus, die Entwicklung sieht gut aus. Der Bautrieb machen wir auch nochmal ein Plus, haben sie gut geschafft. Honig haben sie gut gemacht, Propolis haben sie auch mir reingebracht. Das ist ein tolles Bienenvolk, wo man so belassen kann. So, ich glaube nur, ich muss diese durchwachsene Sylphie jetzt ein bisschen hier wegmachen. Die ist mir nämlich doch im Wege. Nächstes Volk. So, Sylvie, wo gehst du jetzt hin? Vielleicht kann ich dich hier kurz anklemmen. Funktioniert das? Jetzt kommt schon wieder runter. Naja, besser wie vorher. In allen Fällen. So, hier selbes Spiel. Erst wieder anklappen. Hier oben gibt es nichts zu tun. Auch hier kann ich allerdings den Bautrieb mit einem Plus bewerten, weil man sieht, sie haben hier nochmal gebastelt. Ein bisschen leicht kommt mir das Volk hier noch vor. Vielleicht muss ich hier nochmal ein, zwei Schalen nachfüttern. Das werden wir jetzt aber gleich über die richtige Durchsicht ermitteln können. So, wir gehen wieder direkt ins Herz vom Bienenvolk rein und mal gucken, wie es denen hier geht. Hier haben wir eine Pollenwabe. Nach dem Pollen kommt ja immer die Brut oder noch eine Pollenwabe. Wunderbar, hier haben wir sie doch, die Brut, und das Volk sieht gut aus. Wir haben hier tatsächlich noch ein paar jungen Bienen, die mir jetzt verdächtig aussehen auf Verrohrschäden. Die hat jetzt aber nichts. Königin ist auch hier aktiv. Bienenmasse sieht soweit gesund aus. Ich sehe hier auch keinerlei Milben auf den Bienen. Und hier sieht auch alles wirklich fantastisch aus. Also ich achte da besonders auf die jungen Bienen. Das sind die mit dem Pelz hier. Weil nur an den jungen Bienen können wir auch Varroa-Schäden erkennen. Und hier, zack, habe ich doch gleich mal eine Milbe wieder entdeckt. Gucken wir uns das ganze Ding noch ein bisschen weiter an. Sieht gut aus. Nochmal eine Jungbiene. Komm her. Mädel. So, sieht auch gut aus. Hübsch. So, dann tun wir die Wabe wieder zurück. So, ein Bienenvolk kommt auch definitiv über den Winter. Und hier ist schon wieder Brutende. Also wenn die Bienen mal tatsächlich keine Brut mehr haben, dann dauert es nicht mehr lang und wir haben schon kalte Temperaturen. Die Königin, die hört in der Regel auf, wenn wir mal so die 5 Grad Marke haben, dann brüten die nicht mehr. Letzte Wabe wieder rein. So. Auch super Bienenvolk, kommt über den Winter, mache ich mir keinen Kopf. Jetzt hebe ich nochmal die Kiste so im Gesamten hoch. Ja, also ich denke, da könnte man noch mal ein, zwei Schalen Futter tatsächlich reinbringen. Die haben zwar eigentlich genug für den Winter, aber wenn ich es mir genauer überlege, dann habe ich da ein bisschen Sorgen, dass die im Frühling noch genügend haben. Und jetzt ist halt noch mal eine Möglichkeit, da ein bisschen nachzufüttern. Die sollte man nicht verpennen, diese Gelegenheit. So, Bienenwachs geht wieder in den Wachseimer. Und das gute Propolis geht in den Propolis-Eimer. Also das Bienenvolk hat jetzt nicht so viel Propolis gemacht wie das andere. Für einen Pluspunkt reicht es nicht, aber für das späte Jahr
Also für diese späten Monate ist es auch kein Minuspunkt. Das heißt, es bleibt auf dem normalen Status in der Bewertung. Das heißt, weder ein Plus noch ein Minus. Vom Sitz her sind die alle super. Von der Bienenmasse auch. Dann kann man hier eigentlich sagen, Behandlung, wie gesagt, ist durch. Verhalten, ein Plus. Gesundheit, ein Plus. Entwicklung, ein Plus. Honig haben sie gut verarbeitet, aber ein bisschen wenig. Füttern wir ein bisschen nach. Propolis, wie gesagt, bleibt dabei. 2020er Königin, grün 41. Sieht noch gut lebendig aus. So, dann machen wir hier zu. Und jetzt gucken wir mal. Ja, das Volk hier könnte vielleicht auch nochmal Futter vertragen. Und die auch, ja. Also wir geben beide nochmal eine Futterschale rein. Das tut den Bienen definitiv gut für den Frühling. Und jetzt geht's zu dem regulären Home Hive. Das kennt ihr ja schon aus den anderen Videos. Auf meinen Home Hive freue ich mich immer am meisten in der Bearbeitung. Es macht so viel Freude, die Bienen hier auf den unteren Naturwaben durchzugucken. Heute wird auch das Abspeckgitter rausgenommen. Ja, ist ja auch noch drin. Oh, gut schwer. Halleluja. Also wenn mein Rücken wehtut, dann brauche ich die Bienen nicht mehr weiter füttern. Dann haben die wirklich genug abbekommen schon. Oh, schön starkes Volk. Wow. Geil. Also das gefällt mir hier auf einen Schlag schon viel besser wie die anderen zwei Völker. Obwohl die anderen ja auch, da gab es nichts zu motzen, aber das Volk hat noch mal mehr Power. Die Absperrgitter brauche ich nicht mehr kratzen. Die werden jetzt sortiert, kommen in einen großen Stapel und dann tue ich die in meinen Dampfhackschmelzer rein, das ist ja Edelstahl. Und das ganze Wachs wird abgeschmolzen, auch mit dem Propolis. Und dann spare ich mir die Kratzaktion. Hier muss ich natürlich weiterhin kratzen. Ist jetzt hier besonders wichtig, die Kratzaktion, weil wenn das Gitter weg ist und ich vergesse da als Beispiel nur so einen kleinen Punkt im Bienenwachs, dann wird die Biene das weiterbauen bis hoch zum Honigraum. Und wenn ich dann im Winter mal hier reingucken will, dann könnte es passieren, dass die Waben zusammenhängen. Deswegen muss man hier jetzt akribisch sein. So, wunderbar. Was für ein tolles Volk. Und hoffentlich auch mit gesunder Brut. Wow. Pluspunkt im Bautrieb. Weil das ist neu. Hier muss ich begradigen. Sonst wird die Wabe noch krummer. Wie immer ist die Arbeit mit Bienen eine Seelenarbeit. Ja, ich habe gerade private Sorgen und nein, wenn ich hier auf meine Bienen gucke, dann habe ich keine Sorgen mehr. Nächste Wabe. Ja, wow, also hier. Mega Brutnest dabei. Da habe ich gerade ein paar Rohr abgezupft. Uiuiui. Also hier sehe ich halt leider noch wirklich einen sehr starken Varroa-Fall. Das kann man schon dingfest machen an solchen jungen Bienen, wo ja ganz offensichtlich die Varroa im Haarkleid haben. Hier gleich 3 Milben auf einer jungen Biene. Das lässt sich jetzt mit Milchsäure nicht mehr beheben. Mit einer Brutentnahme ist es zu spät. Wir haben heute allerdings die 17, 18 Grad, speziell hier in der Sonne. Heißt, ich kann hier tatsächlich mit Ameisensäure nachlegen und das Problem dann so in den Griff bekommen. Man muss natürlich sagen, dem Volk geht es auch mit Milben hier bestens, weil dieses Bienenvolk kann das Milbenproblem definitiv kompensieren. Königin, aha, check, die ist an Bord und eiert hier rum.
Die restlichen zwei Waben spare ich mir komplett, weil da gibt es nichts mehr zu schauen. Also top Bienenvolk. In der Gesundheit kann ich allerdings nur hier eine Nichtbewertung abgeben. Das heißt, das war jetzt weder gut noch schlecht. Ist wieder ein Standard. Hier oben gibt es eigentlich auch nichts mehr zu tun. Das ist hier alles ganz gut. Doch, da habe ich jetzt tatsächlich noch was gesehen. Hier, da müssen wir noch ran. Da haben die Bienen Bockmist gebaut. Und die Dickwabe mir da eingefädelt. Die drücken wir jetzt noch runter. Im Stockmeißel. Rubbelis. Und die war es hier, die Wabe. Bienen natürlich alle abklopfen für so eine Nummer. Und dann schön von unten nach oben hochstreichen. Und dann ganz wichtiger Imkertrick. Bloß nicht die Wabe so rum rein, sonst war alles umsonst. Die müssen wir jetzt spiegeln. Und dann lassen wir die Biene das hier neu basteln. Und hier sollte ich genau dasselbe nochmal machen. Hier haben sie nämlich auch mir eine Beule reingebastelt. Das beheben wir hier. Hier seht ihr, da haben die Bienen ja sozusagen in die Lücke mir reingebastelt. Deswegen haben wir jetzt die Nachbarswabe gespiegelt. Jetzt haben wir da ein bisschen Wachs. Hier haben wir Wachs. Das sollten wir wegtun. Und dann spiegeln wir auch diese Wabe hier. Das hier gefällt mir nicht. Machen wir noch ein bisschen den Bienen sauberer. Check. Und wie gesagt, wir müssen hier eine kleine Ameisensäure-Nachbehandlung machen. Das werden wir auch gleich erledigen. Ich muss nur noch mal rumlaufen. Zwei, drei Lappen Ameisensäure. Oh je, also ich hoffe, dass meine Lappen hier ausreichend sind. Nicht, dass ich da hinten noch ein paar Völker behandeln muss. Ich rauche da immer noch mal kurz rein, dass die Bienen da weggehen. Ich will nicht, dass die direkt auf dem Lappen landen. Ich nehme hier für dieses Bienenvolk 30 ml von der zugelassenen Ameisensäure. Die Säure bitte immer in Schatten stellen, nicht in die Sonne. Und hier dann natürlich dementsprechend schnell zumachen. So, was die Bewertung hier angeht, haben wir hier nochmal eine Ameisensäurebehandlung plus, ne Moment, Gesundheit haben wir gesagt, bleibt, Entwicklung war gut, Bautrieb war gut,
Honig war gut. Propolis war schlecht. Das war viel zu wenig, hätten sie mehr machen sollen. Deckel zu. Und weil wir jetzt hier die Ameisensäure drin haben, den Lappen, wo ist jetzt schon wieder die Klammer, tue ich die Klammer jetzt schräg drauf. Da liegt sie. Hier selbe Spiel. Oh, also hier merke ich schon vom Gewicht, da könnte man auf der Seite vermutlich ein, zwei Waben austauschen. Ja, das ist die da hier. Gucken wir mal, ob wir die nicht mit einer volleren Honigwabe auswechseln können. Gitter kommt hier auch raus. Alle Bienen weg, jawohl. Mensch, ist das immer eine entspannende Arbeit, mit diesen Tieren hier Kontakt zu haben. Und was für eine Freude auch, dass ich meinen Beruf ja, also dass mein Hobby mein Beruf ist. Also ich trick's jetzt mal hier ein bisschen. Normalerweise nehme ich ja immer die Wabe als erstes raus, aber die ist ja noch voll besetzt, deswegen nehme ich jetzt mal die hintere zur Ausnahme als erstes raus. Da hocken schon Bienen drauf. Wenn die Bienen auf Randwaben sitzen, das zeugt immer von Stärke. Wenn die Bienen so unten hängen, ist das auch ein sehr gutes Zeichen. Wabenkorrigation brauche ich hier nicht machen. Wow. Sie sitzen hier sehr angenehm drin. Also auch das zeugt von Gesundheit. Wenn ich mir die Brut hier angucke, das sieht nicht gut aus. Sehr viele offene Zellen. Varroa-Schäden nicht zu übersehen. Einmal, zweimal. Ich möchte es euch auch mit der Pinzette zeigen. Für die Beweislage. Das ist ja mal ein richtig krasser Varroa-Schaden. Hier seht ihr sogar die Muttermilbe hier oben drauf. Die wandert auf dem Thorax rum. Die Biene ist am Schlüpfen, hat aber die Zunge komisch draußen. Das will ich mir jetzt genauer angucken. Ja, hier auch kompletter Varroa-Schaden. Und hier sehen wir eine aufgebissene Zelle. Und was haben wir drin? Da unten ist der Varroa-Kot. Den kann man jetzt mit der Kamera noch nicht sehen. Ja, und auch hier sind halt hin und wieder Bienen dabei, wie diese hier zum Beispiel, die ganz offensichtlich Varroa-Schäden hat. Aber auch hier muss man sagen, genug gesunde Bienenmasse außenrum, um eben die Varroa-Ausfälle hier zu kompensieren. Königin, aha, aktiv, wir sehen sie, sie ist da. Hier können wir unseren Bienen Gefallen tun und die Waben etwas hier angleichen. Die müssen wir hier hängen lassen. Alright, gut. Der Rest ist wieder uninteressant. Hier haben wir eine leere Wabe und die ist voller. Das heißt, wir müssen hier die Position angleichen. Die kommt hier hin. Die Randwabe kommt hier hin. Zack, zack. Biene muss weg. Kiste drauf. Ui. Trotzdem schwer. Hier gibt es nichts zu kontrollieren. Nur die Wabe wird genauer angeguckt.
Und wenn ich jetzt im Auto eine vollere Wabe habe, dann tauschen wir die nur aus. Der hier ist alles Wachs, also wir machen da einen Minuspunkt, was das Propolis angeht. So, aber auch die Randwabe, ihr seht, die ist ziemlich voll. Dann bleibt das natürlich so, wie es ist. Kurz haben wir hier. Ameisensäure plus. Ja, nee, so ganz schlecht war es jetzt nicht. Entwicklung war ja auch ein Plus. Bautrieb haben wir gesagt auch ein Plus. Ohne kann sie auch gut verarbeiten. Nur Propolis ist sehr schlecht. Ich glaube, ich habe da drüben vergessen, den Bautrieb zu bewerten. Das werde ich jetzt nochmal nachholen. Vielleicht habe ich es auch schon getan. Wir werden gleich sehen. Nee, Bautrieb habe ich hier bewertet bei dem Volk. Also bis jetzt, so wie es aussieht, sind alle Völker hier stabil für den Winter. Die werden auch den Winter überleben. So wie jedes Jahr. Vielleicht kann ich hier im Video so eine kleine Anfügung machen, was denn der Trick der regenerativen Bienenhaltung ist, dass ich eigentlich 11 Jahre lang circa 1% meiner Völker nur verloren habe. Klammer auf, eine Vereinigung ist kein Volksverlust. Eine Vereinigung heißt lediglich, man erkennt, dass die Bienen zu schwach sind und man macht dann aus 2 Völkern eins oder aus 3 eins oder aus 4 Völkern eins, je nachdem, wie viele Bienen auch noch gesund sind. Der einzigste Verlust ist dann eben, dass die Königin gehen muss. Wie beschrieben in anderen Videos, wenn ich 2 Völker vereinige bei Plustemperatur, dann bleibt mir nichts anderes übrig, wie eine Königin zu sagen, Ade, und die Bienen weißellos zu machen, damit die auch ein fremdes Volk annimmt. Aber der Trick, warum ich eigentlich nie Volksverluste habe, ist frühzeitige Erkennung, wenn die Bienen es allein im Winter nicht schaffen. Und das ist schon das ganze Geheimnis. Und dann werden die eben vereinigt. Also das Volk sieht auch auf den ersten Blick sehr, sehr stabil aus. Dass sie hier oben ein paar Brücken haben, das ist leider halt die Biene. Lässt sich nicht vermeiden. Und es gehört ja auch zum Wesen der Biene dazu, dass sie hier oben bastelt, um Laufwege aufrechtzuerhalten. Nur manche Völker sind da halt so extrem, dann sollte man als Züchter oder Bienenvermehrer das berücksichtigen und Völker vermehren, die eben nicht so einen kompletten Schwachsinnsbautrieb haben. Da gibt es schon Völker, die machen das so übertrieben, dass man hier oben erstmal sehr lange am Kratzen ist. Und Kratzen kann zu toten Bienen führen, aber noch viel schlimmer eben zu Räuberei, weil die Bearbeitung so lange dauert. Durch. Im Frühling kratze ich lieber, weil da das Wachs eben schön sich zusammenhält. Wenn die Tagestemperaturen schon so unten sind, dann seht ihr, das ist so splittrig. Kann auch mal was ins Volk reinfliegen, ist aber nicht schlimm. Man holt es ja im Winter wieder raus. Auch hier Randwabe ist gefüllt, das ist immer gut. Hier muss ich die Zellen reindrücken. Die
Kiste ist übrigens eine Segeberger Hochformat, also eine 1,5er Segeberger, entspricht ungefähr dieser Dardan-Imkerei. Ich kann es nur persönlich widerspiegeln, für mich ist das Modell nix. Mich ärgern hier diese zu langen Waben. Und wenn man das eben nur auf Mittelwände hält, was halt eben die Standard-Imkerei ist, dann kann man das eigentlich gar nicht erkennen, was die Biene da für Probleme hat. Dass das nicht gut ist, Bienen auf Mittelwände sitzen zu lassen zu 100%, das sollte mittlerweile bekannt sein. Und wenn ich eben dieses Modell auf nur Naturwaben mache, was dafür auch geeignet ist, habe ich aber andere Probleme. Zum Beispiel beim Wabenkorrekturen. Wenn die mir eine Dickwabe bis nach unten ziehen, habe ich es hier nicht so einfach mit der Begradigung. Ich kann es machen, ein Hobby-Imker mit weniger Erfahrung, der kriegt das nicht hin. Super geile Brutfläche. Also guckt euch das hier mal an, wenn eine Brut so im Spätjahr aussieht. Hey, super. Also da mache ich mir jetzt echt keine Gedanken mehr. Trotzdem sehe ich jetzt hier wieder ein paar Bissstellen. Die möchte ich mir mit der Pinzette dann doch genauer anschauen. Ganz offensichtliche Nagestelle. Was haben wir hier für einen Befund? Varroa war es nicht. Ist auch okay. Hier ist nochmal offensichtlich genagt. Gut, aber wir haben jetzt hier drei Verdachtszellen geöffnet und ich sehe hier keinerlei Befall. Königin, aha. Wie gesagt, das sind so die Checkpunkte von heute, dass ich weiß, aha, Königin aktiv. Hier, nee, kann ich nicht verschieben. Die Wabe hier ist nämlich größer wie die andere. Die restlichen Waben kann ich jetzt hier überspringen, weil die Brut haben wir uns angeguckt. Biene, geh raus, hopp. Schnell. Hopp, und draußen. Perfektes Bienenvolk, braucht keine weitere Behandlung, braucht auch kein Futter mehr. Plus, 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 minus. Propolis war das Einzige, was wir hier nicht so toll reingebracht haben. Aber mein Gott, trotzdem ein schönes Bienenvolk. Gesund und auch sanftmütig. Nächstes Volk wieder. Eine Segeberger Kiste und hier zum Merken, also ihr könnt jede Kistensysteme immer mit links und rechts maximum drei Randwaben auf für Naturwabenbau bestücken. Das waren die Anfänge der regenerativen Bienenhaltung. Wunderbar, die erste Kiste hier ist voll mit Honig. Bienenmasse sieht auch wirklich gut aus. Ich habe allerdings hier sofort im Gewicht, also hier haben wir noch viel zu wenig Futter drin. Das ist so ein Kandidat, wo man dann noch nachfüttern sollte. Auch wenn jetzt die untere Randwabe gut voll ist. Gleich im Kern des Volkes. Brut ist da. Hier ist noch mehr Brut. Da ist Pollen. Lecker. Ja, das sieht gesund aus hier. Sehr schön. Königin haben wir auch. Hier haben wir sie. Weißer Punkt. Super. Biene auch soweit intakt.
Hier ist der letzte Rest der Brut. Hier ist nochmal, aber die andere Wabe ist frei. Und da ich hier jetzt keine Auffälligkeiten gesehen habe, war es auch das schon mit der Fox-Kontrolle. Na Mist, da hat jetzt eine Biene erwischt. Man hört es leider immer am Knacken, wenn man Bienen auf dem Gewissen hat. Schwierig, so ein ganzes Volk zu bearbeiten, ohne eine Biene zu erwischen. Hier oben brauche ich gar nichts machen. Vielleicht ein bisschen abschaben. Aber sonst hier alles gut. Nur Futter, wie gesagt. Das Volk bekommt immer Futter. Wir haben hier die Räuberei. Wenn Bienen hier in den Eimer gehen, dann sollte man sofort reagieren. Dann wird der Eimer halt zugemacht. Futter geht man nochmal. Plus, plus, plus. Ja, nee, das war ja ein Standard. Propolis minus. Mal gucken. Ja, wobei, die sind schon gut schwer. Eigentlich sind sie gut schwer, denn die kriegen halt einfach jetzt nochmal eine Schale. Machen wir hier. Einmal ein Stück Holz rein für eine Schale. Und das mache ich jetzt vorne auch. Dann weiß ich ja, was ich da nachher alles hinbringen muss zu dem Bienenstand. Also wenn man lang genug Imker ist, dann kann man die Futterversorgung antesten, indem man einfach ankippt. Das ist bei jedem Bienenvolk noch eine Schale rein und dann absolut ausreichend. Hier ein X für Futter. Dasselbe machen wir hier auch nochmal. Nochmal ein X für, ein X im Oktober für Futter. Wenn übrigens da so ein Bienenschwarm losgeht, das sind nicht die Bienen, das ist mein Handy. Lecker. Ja, auch sehr gesund, die Hagebutten. Sehr süß. Also ich habe mir gedacht, bei den nächsten drei Völkern sage ich mal gar nichts und lasse euch einfach auch mal reingucken, dass ihr das sehen könnt, ohne großartige Erklärung.
Arbeiten. Thank you.
Hui. Lappenmesser. Mal gucken, wo wir jetzt noch einen Lappen herkriegen. Vielleicht vom Müll. Muss ich halt so einen alten Lappen nochmal nehmen.
Also das hier nennt man Vereinigung, was ich jetzt gerade gemacht habe. Und das hier ist einfach nur eine Kiste ohne Königin. Die haben jetzt hier schon mehrere Tage keine Königin. Deswegen kann ich jetzt mit dieser Kiste auch von Kunde zu Kunde und von Bienenstand zu Bienenstand fahren. Und überall, wo ich jetzt Völker sehe, die entweder zu wenig Waben haben oder aber auch zu wenig Bienenmasse, kann ich hierauf zurückgreifen. Und ihr habt es ja gerade gesehen, also so eine Vereinigung ist dann doch denkbar einfach. Und jetzt kann ich nur hoffen, dass ich hier halt noch ein paar alte Lappen irgendwie im Mülleimer finde. Sonst muss ich jetzt echt hin und her fahren, da habe ich jetzt nicht so Lust drauf. Komm schon, da muss doch irgendwas liegen. Komm schon. Muss ich jetzt echt wegfahren wegen Lappen? Ja, das sieht beinahe so aus, dass ich jetzt wegen zwei Lappen nochmal eine Reise machen darf. Da ist nämlich auch nichts drin. Ich fasse es nicht. Gut, okay, aber ist jetzt fürs Video egal. Heißt halt einfach nur, dass wir oder dass ich nochmal hin und her fahren muss, um hier zwei Lappen zu organisieren. Muss ich trotzdem dieses Bienenvolk erstmal schließen. Logischerweise. Was haben wir da getrieben? Bienen gegeben. Da schreiben wir auf BI für Bienen im Oktober. Verhalten war gut. Gesundheit war eigentlich auch gut. Nochmal AS haben wir ja gesagt. Entwicklung war nicht so toll. Propolis haben sie gut gemacht. Honig haben sie auch gut eingelagert. Nachfüttern brauche ich hier nicht mehr. Die Bienen haben es halt im größten Bereich unten eingelagert. Hier lasse ich jetzt mal die Klammer offen, wegen der Fütterung später, der Behandlung später. So, die zwei Kisten können dann jetzt endlich weg. Das haben sie hier leer geschleckt, die Bienen, die guten. Das haben sie auch leer geschleckt. Das ist ein bisschen gammelig. Das schmeißen wir nach hinten auf den Acker. Dieser Bienenstand wird übrigens wieder in 21 Tagen durchgeguckt. Allerdings mit jedem Rhythmus wird immer weniger kontrolliert, weil ihr seht, die Brut wird ja auch immer weniger. Das heißt, ich gucke jetzt so lange 21-tägig rein, bis wir wirklich so tiefe Temperaturen haben, dass ich in den 6-Wochen-Rhythmus gehen kann mit den Bienen. Und der 6-Wochen-Rhythmus beginnt eigentlich an dem Tag, wo die Bienen aufhören zu fliegen. Das macht dann im Jahr einmal Ratsch und die Tiere hören auf einmal auf. So wie sie im Frühling ja auch von heute auf morgen ja anfangen rumzufliegen und wieder ins Brutgeschäft einzusteigen und zu sammeln. Das ist doch auch nochmal hier, wow, zum Abschluss hier. Tolles Bienenvolk. Na, denen geht es mal richtig gut hier. Wie jetzt die Brut aussieht, werden wir gleich sehen. Aha. Wie war das? Nach der Pollenwabe kommt die Brutwabe oder noch eine Pollenwabe.
In dem Fall war es einfach nochmal eine Pollenwabe, was aber auch okay ist. Jetzt haben wir die Brut. Geil. Ich sehe aber auch immer hier noch ein paar Krüppelbienen. Das heißt, wir haben hier zwar ein gesundes Volk, wo wir jetzt aber nochmal nachbehandeln müssen. Ja, auch hier selbes Spiel, das sind vereinzelt noch einfach Jungbienen, die nicht gesund aussehen. Aber die breite Masse sieht hier fantastisch aus. Wow. Königin auch hier, check. Sie ist da. Ich kann jetzt im Doppelblock arbeiten. Fantastisches Volk. Toll, toll, toll. Super. Also hier volle Punktzahl mit dem Volk. Wow. Richtig toll. Die Wabe kann ich übrigens auch hier reinsetzen, das spielt nicht so die Rolle, eine Randwabe gewesen, ob die jetzt links oder rechts sitzt, sind Bienen da doch dann egal. Raus aus dem Wasser. Du auch. Also dieses Volk hier hat volle Punktzahl. So muss ein Bienenvolk im Oktober aussehen. Wir müssen nochmal nachbehandeln. Plus, plus, plus. Plus, minus im Propolis. Hätten sie mehr machen können. So, dann wäre unsere Arbeit für diesen Bienenstand getan. Ich muss jetzt nur noch mal hin und her flitzen und dann hier die zwei Völker noch mal mit Ameisensäure behandeln. Und das war's dann aber auch schon. Und ansonsten habt ihr hier heute auf Bienen geschaut, die alle über den Winter kommen werden. Die Volksgröße ist ausreichend. Zugegebenermaßen bei ein paar Völkern würde ich mir dann ein bisschen mehr wünschen an, sag ich mal, Bienenmasse, aber wir haben auch ein sehr schlechtes Bienenjahr gehabt. Mehr ist dieses Jahr leider nicht zu erwarten. Und roundabout sieht hier alles ganz toll aus. Ich freue mich auf nächsten Frühling, liebe Bienen.